Ein ganz anderes Thema. Mut zur Treue. So lautet der Titel eines neuen Werbevideos des Südtiroler Schützenbundes. Ein Video, das in den sozialen Medien bereits über 100.000 Mal angesehen wurde. Das aber auch für Polemiken sorgt, denn nicht alle finden es jung und modern. Manch einer findet es auch sexistisch. Wir sind der Frage nachgegangen, was der Schützenbund damit bezwecken wollte. Diese junge Frau lässt in Südtirol die Wogen hochgehen. In einem Video des Südtiroler Schützenbundes fragt sie ihre Mutter um Erlaubnis fürs Weggehen. Falls dir komplett, sagst du mir nicht vor der Hitten. Die Tochter gehorcht und kommt zurück. Und also besser geht ja. Jürgen Wirth Anderlan wurde am Samstag zum neuen Landeskommandanten der Schützen gewählt. Und bei der Bundesversammlung wurde auch zum ersten Mal dieses Video gezeigt. Wirth Anderlan zeigt sich überrascht über die vielen Klicks, aber auch über die vielen Reaktionen. Denn während es die anderen jung, frech und modern finden, halten es andere für sexistisch und wenig niveauvoll. Unsere Kultur lässt es zu, dass die Mädchen sich so kleiden können, wie sie möchten und glücklicherweise nicht ganz verschleiert durch die Gegend laufen müssen. Aber ich glaube, das ist heute die Jugendlichen in diesem Alter, wenn sie ausgehen, sind sie so angezogen. Auch wenn die junge Laienschauspielerin im Bild selbst eine Marketenderin ist, das Video wurde nicht produziert, um neue Marketenderinnen anzuwerben. Natürlich erregt es mehr Aufmerksamkeit, wenn wir eine hübsche Marketenderin hernehmen, als wie einen strammen Tiroler Wadel von dem her gesehen. Aber nein, es soll allgemein das Bild des Südtiroler Schützenbundes in vielleicht in ein anderes, jüngeres, moderneres Licht drucken. Und das haben wir sehr erfolgreich geschafft und sind sehr, sehr glücklich darüber. Die 141 Schützenkompanien im Land haben 650 Marketenderinnen. An ihrer Spitze steht seit März die Meranerin Manuela Lastey. Ich sage, Marketenderinnen ist man da im Herzen und man kann das leben, wie man will. Jetzt vielleicht nicht gerade, aber ich finde nichts dabei, wenn ein junges Mädel so unglück aus dem Haus geht. Manuela Lastey legt Wert auf Tradition. Denn jede, ob die bayerische oder die Burggräflertracht, muss anders gebunden, anders geknüpft werden. Hier ist Präzision gefragt. Ansonsten lässt sie ihren Marketenderinnen viele Freiheiten. Ich habe nichts gegen Tattoos, nichts gegen Piercings, ich habe ja selber eins. Mir ist wichtig, dass wenn die Mädchen auftreten, dass sie immer eine Tracht ordentlich anhaben, dass die Tracht sauber und gepflegt ist, dass die Schuhe sauber sein. Nicht ganz so viele Freiheiten lassen die 210 Musikkapellen im Land ihren Marketenderinnen. Wenn jemand eine Tracht tragt, dann glaube ich, passt Piercing und Tattoos nicht. Eines ist aber auch für Christian Schwarz klar. Was die Marketenderinnen in ihrer Freizeit tun, bleibt ihnen überlassen.